die Firma MKW ist in vier Kernkompetenzen tätig. Das ist zu einem die Kunststofftechnik, die Pulverbeschichtung, die Metallverarbeitung und der Sanitärbereich. Mein Name ist Stefan Glambertzl und ich bin bei der Firma MKW für die Drahtverarbeitung verantwortlich. Mein Aufgabenbereich ist die Produktionsleitung. Wir haben eine sehr staubintensive Produktion und durch das, dass die Halle auch schon in die Jahre gekommen ist und die Raumhöhe nicht sehr hoch ist, haben wir natürlich eine sehr schlechte Luft drinnen gehabt, die man vorher mit Ventilatoren, Öffnungen, Tore, Dachluken und so weiter halt verbessern hat. Mein Name ist Robert Wimmer, ich leite den Bereich der Duroplastfertigung, wo wir hauptsächlich der WC-Sitze für den europäischen Markt zu produzieren. Jetzt bei uns ist eben der Produktionsprozess immer sehr staubintensiv und jetzt müssen eben verhindern, dass wir den Staub in den anderen Bereichen eintragen oder verschleppen, wie man es nennen will. Und dadurch war es bei uns eigentlich wichtig, dass wir in den Produktionsbereich Pressen einen permanenten totalen Unterdruck halten und somit verhindern, dass wir eben Staub in die anderen Abteilungen eintragen. Das war folgendes, dass der Mitbewerb nur diese einstufige Kühlung hat, wo man nur maximal 7 bis 9 Grad generieren kann. Und die zweistufige von der Firma Infranorm erreicht bis zu 17 Grad Kühleffekt. Ja, es ist einfach, die Energieeinsparung ist auf jeden Fall das Thema, was ein großer Punkt ist, natürlich auch die mitverbindenden Kosten. Wir haben das auch in unserer Halle mit 4 Meter Raumhöhe perfekt integrieren können. Und es ist trotzdem eine sehr einfache Lösung für das Ergebnis, dann, damit man eine saubere und frische Luft da im Produktionsbereich da hat. Ja, also die Projektabwicklung an sich hat mich sehr positiv überrascht, was mit Montage betrifft. Die Montage ist während dem laufenden Betrieb geschehen und das in einer sehr stressigen Zeit, und das hat ohne Probleme funktioniert.